Geschwätz. Alles schmerzt. Jeden Knochen spüre ich. Aber so ist das mit den kleinen Waldfeen. Immer gut aufgelegt. Zu späßen und zu streichen sind sie. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, das Kindertheater jetzt auf die Beine zu stellen? Genau, meine Schwester und ich, wir hatten einfach schon länger so den Hintergedanke, auch dass es mit dem Nachwuchs im Theaterverein irgendwann gestockt hat. Und dann dachten wir, das können wir als Bestes quasi organisieren, dass auch vor allem mehr Kinder kommen. Und dann dachten wir, okay, am besten machen wir einfach ein Theaterstück, was nur mit Kindern gespielt wird und auch nur mit uns als Jugendlichen, also ohne Erwachsene quasi, komplett auf die Beine gestellt wird. Mutter hat gelogen! Na, das ist ja nichts Neues. Verzeih mir, Marie. Ich mag die Lorin. Sie hat ein gutes Herz. Aber manchmal, da kann sie nicht ganz bei der Wahrheit bleiben. Da muss sie lügen und prahlen, bis sich die Balken biegen. War es schwierig, Schauspieler zu finden? Oder war das Interesse groß? Also es war dann am Ende schon etwas schwieriger. Also es waren halt recht viele kleinere Kinder, die sich dafür interessiert hatten. Aber die dann halt für Sprechrollen noch eher zu klein waren. Das ist halt auch mit den Proportionen zu den anderen Schauspielern, die halt schon 18 oder 20 sind, hat es dann nicht mehr so ganz gepasst. Und die durften dann aber alle jetzt als Feenkinder oder als Tanzkinder mitspielen. Ich bin tagelang durch das ganze Land gelaufen, kreuz und quer, und fand dennoch keine neuen Namen. Doch dann kam ich in einen Wald. Und dieser Wald, zeige ich euch, er war dunkel, unheimlich, finster und geheimnisvoll. Hans! Ja, genau. Habt ihr euch die Umsetzung schwieriger vorgestellt, als es letztendlich jetzt lief? Oder seid ihr zufrieden? Also ich bin total zufrieden. Es ist natürlich auch wieder kurz vor knapp, sind dann alle wirklich mit dabei. Also da hilft jeder mit, jeder Erwachsene natürlich auch hilft, wo er anpacken kann. Die Technik wird natürlich alles von den anderen gemacht und auch vorne jetzt Kartenabriss, das muss ja alles organisiert sein. Das war dann in der Umsetzung, dachte ich mir auch, boah, wie schaffen wir das? Das sind jetzt ganz schön viele Steine, die noch im Weg liegen, bis wir dann endlich ankommen. Und, aber man merkt dann, wenn der ganze Verein zusammenhält, dann kann man da schon viel auf die Beine stellen. Hab doch Erbarmen! Ich liebe meinen Sohn so sehr! Du darfst ihn mir nicht nehmen! Bist du glücklich, Marie? Ist der König gut zu dir? Er hat sein Wort gehalten. Nie mehr hat er von mir verlangt, Stroh zu Gold zu spinnen. Er sorgt gut für mich und seinen Sohn. Habt ihr Pläne? Wollt ihr nächstes Jahr wieder was auf die Beine stellen? Also jetzt hat es ganz gut geklappt so mit diesem Jahr und jetzt wollen wir natürlich auch dranbleiben, dass nächstes Jahr das wieder ist, dass es dann auch in den Köpfen von den Menschen bleibt und die wissen, okay, so April, Mai rum spielt Theater vor allen Dingen halt immer ein Märchen und genau, das ist so der längere Sinn dahinter, genau. Und wenn sich jetzt Kinder dafür interessieren, können sie sich bei euch melden? Genau, gestern waren auch schon einige da, die dann kamen, hey, wie ist denn das, wir mitspielen, die das Casting vielleicht verpasst hatten oder so. Ist ja kein Problem, dann einfach melden oder anschreiben auf der Homepage oder direkt auf uns zukommen, ist natürlich auch immer. Wir freuen uns über jeden, der kommt. Ente. Ende.